Willkommen bei Beyond the Seas. Wir treffen den französischen Segler Olivier de Kersauson, der uns von den besten Momenten mit Ponant erzählt, von seinen schönsten Erinnerungen, seinen schönsten Bildern, seinen schönsten Begegnungen. Auf einem Schiff zu kreuzen, ohne dafür die Verantwortung zu tragen, das gibt einem eine große Gelassenheit. Und das ist sehr vergnüglich. Zudem sind da alle Vorteile einer Kreuzfahrt. Man ist unterwegs, ohne sich um den Kurs, die Marge, das Kap und das Ruder kümmern zu müssen. Auf den Schiffen von Ponant weiß man immer, egal wo man ist und wohin man blickt, dass man auf einem Schiff ist. Das liegt an der geringen Größe. Man kann von Backbord nach Steuerbord schauen. Man ist nicht in so einer riesigen Maschine. Dies ist keine schwimmende Stadt, sondern eine große Yacht auf dem Meer. Das ist etwas völlig anderes. Und ich meine, auch das ist Teil dieses freudigen Erlebens. Das Schöne an Kreuzfahrten, jedenfalls an einigermaßen gut organisierten, wie es bei dieser Reederei der Fall ist, ist ja, dass man von einem schönen Ort zum nächsten sehr schönen Ort fährt. Eine Kreuzfahrt, das ist eine sehr angenehme Form des Reisens, denn auf Reisen muss man sonst oft das Hotel oder das Transportmittel wechseln, wohingegen hier Ponant sie zu ihren Träumen bringt. Hier geht es mal weiter und es liegt nur an Ihnen zu entscheiden, an welchem Moment Sie die Landschaft genießen wollen. Dies ist jedoch ein bisschen problematisch. Da es sehr oft sehr schön ist, haben Sie keine Zeit mehr zum Schlafen. Aber nun ja, dann schlafen Sie eben ein anderes Mal. Zurück an Bord der Lustral, einen der fünf Schiffe von Ponant, neben Le Boreal, Le Lirial, Le Soleil und natürlich Le Ponant, dem ersten unter ihnen. Wir sehen uns bald wieder bei Beyond the Seas.